Hallo, und wieder fangen wir einen Teil an, indem wir vor der Trambahn oder vor dem, ja, vor der Trambahn stehen. Und jetzt habe ich auch raus, wie man das macht, dass man dieses Mädel da rettet. Weil mit den ganzen Waffen scheint es nicht zu funktionieren. Molotow-Cocktail basteln mit Inventar funktioniert irgendwie auch nicht. Aber wir gehen jetzt mal rein und ich hoffe, das wird dann kein Vorführeffekt, sondern funktioniert. Hilfe! Ja, Frau retten, ja klar, Hilfe! Hey, ihr Zombies, ich bin hier! Die können mich nicht hören. Okay, pick. Und den Feuerlöscher. Und jetzt was? Ja, komm schon! Nimm meine Hand, ich kann nicht sehen. Ja. Jetzt haben wir es geschafft. Wer bist du? Okay, ich bin Eddie. Nett, dich kennenzulernen. Wow, danke für die Rettung. Kein Problem. Das war sehr verrückt. Nicht so verrückt wie diese Stadt. Ja, da hast du recht. Wer bist du? Ich bin Maria. Ich war mal Journalistin. Deswegen nehme ich alles auf. Ich kann nichts verpassen. Das ist Geschichte. Hast du keine Angst vor diesen Dingern? Die haben mich fast gefressen. Ich weiß es und es ist mir egal. Wieso willst du alles aufnehmen? Die Welt muss darüber Bescheid wissen. Die Regierung hat uns falsche Informationen gegeben. Sie sagten, dass das Problem unter Kontrolle ist, aber zu meiner Überraschung ist nur Portland infiziert. Die anderen Städte und Länder sind nicht betroffen. Nach dem zweiten Tag haben sie alles abgeschnitten und das TV-Programm wurde verboten. Da ist nur Müll im Fernsehen und nach dem Tag 3 hat das Chaos, ist das Chaos explodiert und ja. Und der Rest der Welt weiß von dieser Hölle überhaupt nichts. Portland ist von der Welt abgeschnitten. Also ich denke, dass das, also du denkst, dass die Regierung dahinter steckt. Ja, das glaube ich. Wer sonst? Na klar, es ist immer die Regierung oder vielleicht die Russen? Rache wegen des Kalten Krieges? Das meinst du nicht im Ernst, oder? Aber Aliens, sicher Aliens! Ja, wie im Film machen sie das. Die wollen die Erde unterjochen und so weiter. Hä? Ja, das war ein Unfall. Ein biologisches Experiment ist fehlgeschlagen und ja, wie in den Romero-Filmen. Das ist meine Lieblingstheorie. Genug. Es ist eine Reality-Show? Ja, wir sind Teil eines... Hallo. Hallo, Mami. Es ist ein Traum? Ich träume einfach nur, also störe mich nicht. Bald werde ich aufwachen aus diesem Albtraum. Das ist alles sehr real. Ich bin aus dem Bett gefallen. Hä? Vielleicht bin ich im Koma. Ich bin im Krankenhaus. Du gehst besser zu Psychotherapeuten. Wie das denn? Das sind doch alles Zombies. Das ist meine Einbildung. Tut mir leid, Maria, du bist in meinem Kopf. Und ich sollte aufhören, Horrorfilme zu sehen. Hör auf zu reden! Okay, ich weiß nicht. Hast du aufgehört, dumme Dinge zu sagen? Ja, war lustig, oder? Jetzt habe ich eine bessere Idee. Gehen wir zu einem Unterschlupf. Ja, wer ist sie?
Bleib ruhig, sie ist mit mir. Ich bin Journalistin, ich muss alles aufnehmen, um die Welt es wissen zu lassen über diese Hölle. Okay, kein Problem, aber zeigt diese Bar nicht, das ist eine totale Unordnung. Haha, keine Sorge. Wer bist du? Ich bin Phil, ich bin ein alter Polizist. Okay, ich werde euch jetzt mal allein lassen. Euch zwei. Naja. Und ich werde jetzt wieder weitergehen. Naja. Die hätten wir jetzt schon mal. Das ist doch schön. Weiß nicht. Naja, ich glaube, wir machen uns mal wieder auf den Weg. Zu viel reden kann auch ermüdend sein. Dafür haben wir später noch Zeit. Jetzt müssen wir erstmal die Welt retten. Und die Zombie schon wieder. Hier. Und jetzt mal die Schrotflinte probieren. Ja, das ging ja gut. Die Schrotflinte nehme ich. Ich weiß nicht, ob man sie noch irgendwann mal wirklich braucht. Also, vielleicht kann man irgendwann den Baseballschläger nicht einsetzen, weil man in sicherer Entfernung bleiben muss. Aber ich glaube, da geht auch die Munition aus. Ich weiß es nicht, aber es wäre zumindest logisch. Ich will den immer ins Überziehen und dann laufen die einfach vorbei. Ja, jetzt komm natürlich, ist klar. Also ich gehe jetzt zum Krankenhaus. Ja, und ich muss jetzt gleich wieder... Nie hat man hier seine Ruhe. Ich warte ihn bisher nochmal ab. Gut, und dann gehen wir mal zur Tür. Das sieht schon so einladend aus, aber wir gehen mal rein. Ja. Hi, bist du tot? Oh, ich verstehe. Was ist hier passiert? Okay, ich werde dich alleine lassen. Ja, ist besser so. Ich glaube, man kann nur hier hingehen. Dann werde ich das auch machen. Jetzt bin ich in die falsche Richtung. Emergency. Ja, gehen wir erstmal hier hin. Sieht alles nicht so toll aus. Aber die Tür steht ein bisschen offen. Das ist doch schon mal einladend. Alles ist mit Blut bedeckt. Aber ein Schmetterling. Noch ein Schmetterling. Moment, da ist irgendwas. Hier. Ich frage mich, was der öffnet. Oh, ich kann jemanden kommen hören. Verdammt. Hey, wer bist du? Bleib ruhig, mein Freund. Ich bin kein Zombie. Ich bin Hannah und ich werde dir nicht wehtun. Ich bin Eddie. Aber bist du eine Wissenschaftlerin? Denke ich, heißt das. Ja, ich habe hier mal gearbeitet. Das ist mein Büro. Hier habe ich studiert oder gelernt, bis das Chaos irgendwann ausgebrochen ist. Ja, das kenne ich. Was zur Hölle geht hier vor? Alles ist vor vier Tagen angefangen. Wo warst du? Ja, ich muss gestehen, ich habe in meinem Haus geschlafen. Da habe ich nichts bemerkt. Eine Krankheit ist zu dieser Stadt gekommen.
Was sind die Symptome? Ja, das Bakterium infiziert deinen Körper, dann hast du Kopfschmerzen, deine Sicht ist verschwommen und nach zwei Stunden dann stirbst du. Oh mein Gott! Aber nach 10 Minuten nimmt das Bakterium deine toten Zellen und belebt sie wieder. Es gibt keine wissenschaftliche Erklärung dafür, einfach furchtbar. Was sind die Konsequenzen? Die Toten können nicht getötet werden. Du kannst sie nicht davon abhalten, dir zu folgen. Es gibt noch keine Heilung. Was sind dann die Gründe? Die Krankheit hat nur 4 Tage gebraucht, um ganz Portland zu infizieren. Und ich habe die anderen Wissenschaftler nicht daran. Ja, also. Oh, ich bin sicher, diese anderen sind in einem Bunker irgendwo in. Ich weiß es einfach nicht, aber bleib ruhig. Oh mein Gott, wie kann ich ruhig bleiben? Ich habe es schon gesehen in den Filmen. Und der fette Kerl stirbt immer zuerst. Ah! Ganz ruhig. Du hast 2 Stunden, bis dein Gehirn sich mit dem Bakterium füllt. Was soll ich tun? Ja, es ist ein Rennen gegen die Zeit. Du musst einen Weg finden, aus dieser chaotischen Stadt herauszukommen. Ganz Portland ist unter dem Terror dieser Dinge, aber es gibt Hoffnung. Wir können entkommen und Außenhilfe finden. Keine Sorge, Hannah. Ich werde wahrscheinlich sterben. Aber ich werde den Weg nach draußen finden, einfach nur um dich zu retten. Zuerst müssen wir zu dem Unterschlupf gehen. Wo? In der Burr Street, in einer Bar. Einer Bar? Vertrau mir. Was hast du dir gemacht? Das ist mein Unterschlupf. Ich habe mich im Keller versteckt. Die Zombies haben mich dort nicht gefunden. Ich bin hierher gekommen, um nach einem Schlüssel zu suchen. Hast du ihn gesehen? Ja, den haben wir gerade aufgehoben. Super. Kannst du ihn mir geben? Okay. Hier. Danke. Bist du jetzt fertig? Bist du bereit? Lass uns gehen. Sie ist Hannah, sie ist eine Wissenschaftlerin, sie kann eine Heilung finden. Eine Wissenschaftlerin, den traue ich nicht. Ich bin sicher, sie sind da involviert. Das ist falsch, ich habe mich selber im Krankenhaus versteckt. Und warum ist die Apotheke geschlossen? Was ist im Krankenhaus passiert? Sie haben die Leute nicht reingelassen. Das Krankenhaus war voll von Leuten. In derselben Situation wie dir. Da ist kein Grund zu streiten. Wir müssen zusammenhalten. Streitet euch nicht, okay? Okay? Egal. Ja, dann müssen wir uns mal weiter umschauen. Am besten gehen wir weiter. Ja, jetzt haben wir schon 2 Leute. Das ist doch schon mal eine ganz gute Leistung. Und schleppen uns da so todkrank durch. Ja, weiter. Und nochmal auf Zombies losgehen. Ja, den kann ich einfach links liegen lassen. Okay, das haben wir ja soweit. Weiter. Ja, klar. Also manche laufen halt einfach weiter, manche kommen näher zum Krankenhaus. Oje, wir haben noch 70%. Aber es wird schon reichen. Jetzt warten wir noch auf den, damit der uns nicht anknabbern kann, wenn wir gerade laufen. Ich weiß, vielleicht könnte ich die Schrotflinte benutzen, aber
Ich weiß eben nicht, ob ich die noch brauche. Also wir waren da. Machen wir mal die Tür hier auf. Verschlossen. Ach, dann gehen wir einfach mal hier längs. Die Türen können wir später noch probieren. Hier ist der Lift, der wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ah, hier ist noch eine Kiste. Auf die schlagen wir mal ein. Mal sehen, ob sie irgendwas Schönes enthält. Ah, auch wieder Patronen. Kann man irgendwo sehen? Kann man irgendwo sehen, wie die, ob die Waffe geladen ist oder wie? Oder wie viel Patronen noch drin sind. Weiß nicht. Ach, egal. Jetzt lassen wir das erstmal so und gehen hier die Treppen runter. Was, auch verschlossen? Mensch. Kann man zumindest den Fahrstuhl benutzen? Ja, der scheint außer Betrieb zu sein. Können wir hier weitergehen? Ah, hier ist so ein Automat. Den schauen wir uns mal an. Limonade, ich liebe Sim Limonade, aber jemand hat es alles genommen. Das hätte ich ja auch gemacht. Okay. Dann. Dann machen wir hier mal. Ist verschlossen. Nächste Tür ist wahrscheinlich auch verschlossen. Ist verschlossen. Ist verschlossen. Und hier waren wir schon mal drin. Da weiß ich nicht. Ja, alles mit Blut bedeckt. Das war ja schon vorher so. Hier finden wir wohl erstmal nichts. Außer Schmetterlinge. Naja, dann gehe ich mal hier auf Speichern. Nenne es. Und speichere. Und dann verabschiede ich mich mal wieder. Und ja. Und im nächsten Teil geht's dann weiter.